Moin Moin Leute und willkommen zu der 10. Folge des Trainerkarrieremodus mit dem VfB Lübeck. Und ja Leute, auf jeden Fall war ein Kommentar für Jugendding Scout. Da könnte man mehr nachgucken und da würde ich holen, also so ein auswählen. Wir könnten Leandro Berger nehmen und Maxim Huber, wir könnten beide mal nehmen. Weil die beiden drei Sterne haben. Das ist sehr, sehr gut für uns. Und dann müsst ihr bloß sagen, wo ich den hinreisen soll. Wenn man es machen kann hier, ich weiß es ja nicht. Weil FIFA 19 konnte man es machen. Ja gut, hier kann man es auch machen. Nice. Und ja, Leute. Auf jeden Fall geht's heute gegen den dritten, gegen meinen Herzensverein. Und wir sehen uns im Ostseestadion wieder. Sind wir auch im Stadion angekommen. Und hier sehen wir Manuel Farona Polido. Auf jeden Fall wird auf jeden Fall. Mann, es wird auf jeden Fall nicht leicht werden. Aber wir geben uns das Beste. Und das ist auch die kürzeste Auswärtsfahrt. Weil beide sind ja oben im Osten. Aber. Jetzt in FIFA wollen wir hier die wichtigen 3 Punkte holen. Im V-Life würde Rostock die, also würde ich für Rostock sein, weil ich ja Rostock-Fan bin. Aber heute hier spiele ich mit Lübeck und nicht mit Rostock. Deswegen jetzt erstmal Lüttgau. Weiß nicht, wo er hinspielen soll. Bleibt trotzdem am Ball. Umladet wieder auf Lüttgau. Lüttgau jetzt mal wieder auf Butzen. Und wir machen eigentlich ganz gut Druck hier. Das ist kein Abseits. Und jetzt müssen wir auch richtig aufpassen hier. Littger trippelt. Littger kriegt den Ball nochmal. Und da steht sein Neues, weil wir die Leute eine Vorlage geben. Das kann nicht wahr sein. Auf geht's, Leute. Und ich habe hier auch nicht umgestellt. Ich spiele mit der kompletten A11. Außer da ich mal natürlich, der ist ja leider noch verletzt. Was ich schon schade finde. In so ein wichtiges Spiel. Aber kann man jetzt auch nichts dran ändern. Und jetzt müssen wir hier erstmal aufpassen. Mladic macht es wieder sehr, sehr stark. Und Lüttger. Das kann eigentlich noch reinspielen, aber unsere Abwehr ist wieder mal zur Stelle. Und verlieren gleich wieder den Ball und gewinnen ihn gleich wieder, weil doch Rostock den Fehlpass macht. Und wir ihn einfach mal sauber erobern den Ball. Und jetzt müssen wir aufpassen. Flanke kommt richtig kacke rein, aber Kolke ist zur Stelle. Mann. Er mit seiner Glatze. Aber. Mann, das ist doch nicht so geil von unserer Mannschaft mal, was sie jetzt hier reißen. Aber so ist FIFA, man kann jetzt hier ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Wir haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Und dann gegen einen schweren Gegner, so wie danach. Und da steht's, glaube ich, gleich 2-0. Ne. Und da wäre es da. Aber Rostock macht trotzdem noch Druck. Aber sowas von. Und die trabbeln. Wie Zwickau. Aber jetzt haben wir den Ball erobert. Und jetzt vielleicht war. Ein schnelles Fußballspiel. Ein schnelles Fußballspiel. Überlupft die Abwehr. Und Kolke ist da. Ach man, er legt sich den Ball so hin, dass Kolke schneller am Ball ist als er. Aber wir kriegen gleich wieder den Ball. Aber wissen nicht, wo wir hinspielen sollen. Und jetzt wieder Ballverlust. Das kann auch nicht angehen. Ganze Zeit. Und jetzt Rostock runtergepasst. Das war so klar. Und im Ladel braucht wieder 20 Jahre. Und kriegt direkt wieder den Ball. Und jetzt flankt er ihn noch. Nee, doch nicht. Aber es gibt einen Wurf. Um Ladic. Eieiei. Lüttger. Warum gehen die immer über rechts? Oh mein Gott, Digga.
Fuß vor. Nein. Und Rostock bleibt einfach am Ball. Und jetzt haben wir ihn wieder. Grube. Grube. Runtergepasst. Das dauert zu lange. Läuft keiner hier mit. Das finde ich schade. Nein, das kann nicht wahr sein. Halbzeit, Leute. Wir liegen 1-0 hinten. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. So, Leute, zweite Halbzeit, let's go. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird von unserer Mannschaft. Weil es war ja überhaupt nichts. Und jetzt mal Riedel. Jetzt aber. Vielleicht mal. Hopsch. Rett im Strafraum. Macht es und Kolke ist zur Stelle. Das ist einfach eine Krake. Also. Das ist immer so eine Qual. Und jetzt macht er Zeitspiel, ey. Das kann nicht wahr sein. Warum macht er jetzt schon Zeitspiel? Aber wir gewinnen den Ball einfach. Und das ist. Und das finde ich gut. Direkt den Ball. Gewonnen. Und jetzt. Nicht der Schuss. Mann. Die Abwehr ist wieder zur Stelle von Rostock. Und jetzt müssen wir aufpassen. Langer Ball, der ist aber weg. Zum Glück. Rostock wechselt aus. Und wir verlieren wieder den Ball. Gewinnen ihn wieder und verlieren ihn wieder. Das ist. Kann doch nicht angehen, Leute. Ich muss auswechseln. Das, so läuft es hier richtig kacke für uns. So, Leute, let's go. Gleich kommen die ganzen Auswechslungen. Und ich hoffe, dass es dann vielleicht was bringt. Aber erstmal hoffen, dass wir kein Gegentor kriegen. Okay, Ecke. Egal. Das ist eigentlich ganz gut für uns. Lieber Ecke als Gegentor. Und jetzt kriegen wir Abstoß. Nice. Und jetzt erstmal links raus. Nach rechts raus. Ich weiß es leider nicht ganz genau. Ah, Boland. Es ist zu einfach. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt vielleicht mal. Jetzt rennen. Größer. 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 Größer, in der Mitte steht keiner, aber Ramay, nee, Riedel schießt und Kolke ist wieder zur Stelle. Ach man, Kolke macht uns das Leben zur Hölle. Aber sowas von. Jetzt vielleicht mal wieder, nee, jetzt finden wir hier keine Lücken. Das kann nicht wahr sein. Wir haben noch nicht mehr lange zu spielen, ey. Kleine noch eine Viertelstunde, ey. Und es sieht nicht gut aus für uns. Es sieht einfach nicht gut aus. Abseits. Nicht 2-0. Das ist die Vorentscheidung. Lüttger macht's. Ich hätte jetzt mit Abseits gerechnet. Aber das war's, Leute. Ey, es kann doch nicht angehen, ey. Ausgerechnet gegen Rostock verlieren wir, ey. Und danach wird es doch nicht mehr leichter. Da geht's gegen Magdeburg. Und die sind Zweiter. Also bestimmt gleich Erster, weil wir verloren haben. Aber das wollen wir aber nicht hoffen, dass die Erster sind. Und Rostock. Digga, die machen einfach trotzdem weiter. Warum pfeifen die jetzt aus? Ich verstehe es nicht. Ja, sind sie durch. Mitte und Elfmeter, das kann nicht wahr sein. Mehr als Pech kann man nicht haben. Ach, hör mir auf, Alter, hör mir auf. Ey, es ist doch. Nee, mir fehlen die Worte. Kriegen einfach eine Klatsche gegen Rostock. Aber verdient, muss ich zugeben. Das ist einfach verdient. Meine Mannschaft reißt überhaupt nichts. Alter, es ist so zum Mäusemelken, ey. Noch nicht mal diesen Lupfer-Treffer kann man halten. Ja. Das wird uns jetzt einfach nichts mehr bringen hier. Ja. Noch 4-0 oder was? Ja,
4-0. Ach du Kacke, Mann. Ach du Kacke, ey. Ja, Leute, das war's von der ersten Halbzeit. Von der zweiten Halbzeit. Wir sehen uns im Interview wieder. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich danke Ihnen. Ja, Leute. Trotzdem bleiben wir. Oh ne, Rostock ist erster. Ach, come on. Ach, es kann doch nicht wahr sein. Abschlussgespräch von Oliver Hüsing. Naja, ich weiß nicht, ob man ihn hören kann, aber ich glaube schon. Weil ich glaube mal, dass ich ein paar Spieler verkaufen muss. Oder besser gesagt will. Weil, ja gut, oder? Unser Kader ist jetzt auch nicht groß. Weil nur ja, noch nicht mehr so viele Reserve haben. Also muss man mehr auf Dings gehen. Oh, wir kennen ja. Okay, der ist verliehen. Aber so wie ihn hier. Den kennt man verleihen. Naja, muss ich mal gucken, was wenn man so alles verleihen könnte. Die vielleicht was Gutes für uns sind. Mehmet Kurt könnte man auch nehmen. Aber sonst eigentlich auch keinen mehr. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.